Willkommen zurück, Arthur. Abitav Radio mit einer Nachricht an alle Superstars, die bei diesen neuen Rallye-Events dabei sind. Dabei sein ist alles. Wir lieben euch, egal wie schnell ihr seid. Aber wir messen Zwischenzeiten und es gibt eine Bestenliste. Wir wissen also immer, wer gerade führt. Ich meine nur, dass ihr die Stimmung auf der anderen Seite der Ziellinie genießen sollt, okay? Spielt die Musik. Mir wurden gerade die Crew und die gesamte Rennszene vorgestellt. Ich habe keine Ahnung vom Rallye-Sport, aber das sieht alle total locker, was echt cool ist. Alex und Alejandra und Homi Rami kümmern sich um die Suche nach einem neuen Champion. Ich kann also einfach chillen und hier auf Abitav Radio Musik spielen. Puh, ich glaube, das kriege ich hin. Sehr gut, ich habe diese neuen Rallye-Etappen vorbereitet. Willst du sie jetzt fahren oder... Warte, wer hat bei Apex Predators das Sagen, du oder ich? Die Strecke mit der Felsbildkunst, tausende von Jahren mexikanischer Kultur, die du nicht zu Gesicht bekommst, weil du mit engen Kurven, Haarnadelkurven und Sprüngen beschäftigt sein wirst. Sorry. 5, 4, 3, 2, 1, los! 200 Metern links abbiegen. Dein Ziel erreicht. Okay, achte auf enge Kurven und gefährliche blinde Kuppen. Du solltest in der Lage sein, einige von ihnen zu schneiden. Die Kurven meine ich, nicht die blinden Kuppen. 5, 4, 3, 2, 1. Los! Mit den Spielchen, Superstar. Es wird Zeit rauszufinden, wer der beste Fahrer der Apex Predators ist. Wir sehen uns an der Startlinie und möge der beste Meron gewinnen. nicht interessanter. Wenn du gewinnst, kannst du mein Auto haben. Papa Fernando und ich könnten ohnehin ein neues bauen. Links abbiegen. Links abbiegen. In 100 Metern rechts abbiegen. Scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. Verstehst du? Auf diese Weise werden unsere Promos nur von Underground-Racern und den engagiertesten Grid Reapers-Fans gesehen. Und natürlich von dir. Bei nächster Gelegenheit wenden. Wieder Abitav Radio und Shoutout an meine Army. Die neuen Promos für die Grid Reapers sind abgefahren, Bro. Sie laufen im Dunkeln und man kann sie nur nachts sehen. Ich würde gerne so ein Ding mit nach Hause nehmen, nach L.A. Wobei, dann tauchen lauter Superstars bei mir auf, um es zu zerstören, oder? Ja, nee, danke. Ich kaufe mir einfach eine Lavalampe oder so. zurzeit auch noch beim letzten Team zu unterschreiben. Angenommen, wir wollten herausfinden, wer von uns schneller ist. Ich habe die perfekte Route gefunden. Aber ich würde natürlich darauf warten, dass du zuerst dein Selbstvertrauen und deinen Ruf aufbaust. Ich habe jeden Zentimeter von Sierra Nueva auf dem Papier studiert und mir einen guten Teil davon angesehen. Das sind unsere ersten Etappen. Worauf wartest du? Los geht's! Nett von dir, Alex bei Laune zu halten, aber wir alle wissen, dass Tierra Nueva mir gehört. Das habe ich gehört. Hey, hör auf, deinen Funk abzuhören. Hey, hör auf, ihren Funk abzuhören.